Was ist Perkulation? Perkulation bedeutet Durchsickerung. Dieses Phänomen begegnet uns zum Beispiel beim Kochen von Filterkaffee. Für alle, die Kaffee nur auf Knopfdruck aus der Maschine kennen, man kann ihn auch von Hand zubereiten. Dazu benötigt man einen durchlässigen Beutel aus Filterpapier, Kaffeepulver und kochendes Wasser. Schüttet man etwas Wasser auf das Pulver, passiert zuerst nicht viel. Nur der Kaffee ganz oben wird feucht. Je mehr Wasser dazukommt, desto nasser wird der Kaffee. Das Wasser bahnt sich Wege durch die kleinen Hohlräume zwischen den Pulverkörnern. Doch solange kein Weg von oben bis unten durchgängig ist, passiert unten in der Tasse nichts. Erst wenn an einer Stelle eine Verbindung nach unten über die Hohlräume hergestellt ist, plumpst der erste Tropfen in die Tasse. Von jetzt an gibt es kein Halten mehr. Für jeden Tropfen Wasser, den man oben hineingießt, kommt unten ein Tropfen heraus. Die Verbreitung von SARS-CoV-2 kann man sich ähnlich vorstellen. Es gibt verschiedene Menschengruppen, zwischen denen enger Kontakt besteht, sogenannte Cluster. Etwa weil sie gemeinsam wohnen oder in einem Team arbeiten. Wenn zwischen zwei Clustern keine Verbindung besteht, ist quasi ein Hohlraum dazwischen. Aber Menschen bleiben meist nicht in einem Cluster, sondern bewegen sich von Cluster zu Cluster. Sie fahren am Sonntag zu Familie und Freunden auf eine Geburtstagsfeier in eine andere Stadt, gehen am Montag in die Arbeit, Dienstag zum Fußballtraining und Mittwoch in den Chor. Die anderen Mitglieder eines Haushalts machen es ebenso und die der anderen Cluster auch. Damit schaffen wir Verbindungen zwischen den einzelnen Clustern und überbrücken die Hohlräume. Ist jemand in dem einen Cluster infiziert, kann er das Virus weitergeben. Eine Zeit lang passiert nichts oder nicht viel. An verschiedenen Orten werden einzelne Infektionen entdeckt. Aber irgendwann sind viele Verbindungen zwischen den Clustern hergestellt. Es gibt genügend Virusträger und an zahlreichen Orten können explosionsartig Infektionen auftreten und sich rasch verbreiten. Die Zahlen schnellen dann in die Höhe. Deswegen soziale Kontakte im Moment auf möglichst wenige Cluster beschränken. Wenn das nicht geht, vorbeugende Maßnahmen einhalten und möglichst ein Kontakttagebuch führen, damit im Falle einer Infektion Kontaktpersonen und eventuell der Ursprung der Ansteckung rasch ermittelt werden können.